Hallo YouTube, hallo alle, hallo Women in Tech. Wir sind heute zu unserer kleinen vorstandsinternen Weihnachtsfeier zusammengekommen, Ekaterina, Regina und ich. Und wollen einfach mal das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, über schöne, hauptsächlich positive Dinge reden und auch so ein bisschen das, was uns nachdenklich gemacht hat. Wir hatten jetzt vorher schon die Möglichkeit, ein bisschen über das Thema Speakerinnen zu reden und auch die Erlebnisse, die ich mit dem, ich verschwinde tatsächlich hier hinter in den Nordlichtern, über Speakerinnen zu sprechen und darüber, warum mehr Frauen auch auf Bühnen gehören oder vor die Kamera und vor allem Women in Tech. Ja, und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ne? Achso, ja, falls für die, die es noch nicht wissen, Ekaterina ist neu bei uns im Verein. Löst Marie Hahnel ab, ist jetzt auch als quasi die zweite Vorstandsvorsitzende und ja, vielleicht kannst du da noch kurz was von dir sagen oder würde ich erzählen. Gerne, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Ekaterina Kotschorowa, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe in diesem Jahr meinen Elektrotechnik-Bachelor abgeschlossen und nun bin ich in das richtige Berufsleben als Clinical Consultant gestartet. Und super. Ich freue mich sehr, als zweiter Vorstand bei Women in Tech dabei zu sein. Ich habe mit Ekaterina auch im Dezember, weil wir kurz beim Notar waren, noch ein bisschen gequatscht. Wir waren dann noch spazieren. Also sie hat auch eine sehr interessante Geschichte, obwohl sie noch so jung ist, hat sie schon sehr, sehr viele sehr inspirierende Dinge zu erzählen. Aber das erwarten wir jetzt noch ein bisschen aufs nächste Jahr. Das ist alles mal so. Rauskommt, genau. Lasst euch überraschen. Aber ja. Und Regina, du hast gemeint, wir wollen so ein kleines Spiel machen. Oder wie hast du dir das vorgestellt? Naja, also nicht unbedingt ein Spiel, aber es ist ja doch trotz diesem schrecklichen Jahr ist ja doch relativ viel passiert und auch viele schöne Dinge. Und damit wir nicht nur immer das böse C-Wort in den Mund nehmen, und dachte ich mir, wir stürzen uns einfach mal auf die super Ereignisse, die in diesem Jahr einfach vielleicht ein bisschen untergegangen sind, weil es eben auch um Frauen geht und Frauen in der Wissenschaft und in der Technik. Und da dachte ich mir, das wäre eine schöne Idee, wenn wir diese Frauen vielleicht ein bisschen auch nennen und ihnen zeigen, dass wir das mitbekommen haben. Ja. Du hast das vor ein paar Tagen vorgeschlagen. Ich habe mir auch genauso wie ihr super viele Gedanken darüber gemacht. Man könnte, also es wird jetzt so eine Art Name-Dropping sein, wahrscheinlich teilweise auch. Wir werden Frauen nennen und dann darüber sprechen, aber grundsätzlich muss ich halt auch so viel darüber nachdenken, dass es halt so viele Frauen gibt, die man noch gar nicht kennt und die gar nicht bekannt sind und die von denen wir noch gar nichts wissen. Ich persönlich kenne schon einige, aber aus meiner Sicht wäre es halt so wichtig, wenn noch mehr Frauen, die durchaus schon sehr kompetent sind, einfach noch mehr in die sich selber auch in die Öffentlichkeit stellen. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun oder mit ich bin wichtig und ich muss mich hervortun, sondern das ist einfach, wir brauchen noch viel mehr Frauen, die Vorbilder für andere sein können und die auch alle richtig viel zu erzählen hätten oder haben. Und ich weiß von vielen, ich will mich da aber auch nicht jetzt irgendwie, will die irgendwie so, so nach vorne drücken. Aber es wäre halt so schön, ich würde mich so freuen, wenn wir da noch viel, viel mehr sehen. Aber lass uns erstmal von denen sprechen, die wir schon kennen. Ja. Mhm. Ja. Wer mag anfangen? Ja, das ist jetzt die große Frage. Also, ich könnte beginnen. Vielleicht haben wir jemanden aus dem Januar oder so. Vielleicht war irgendwas Spannendes im Januar 2020, die wir nennen können, ich weiß es nicht. Also ein Name, der bestimmt bei euch auch in der Liste aufgetaucht ist, ist die Mitbegründerin von BioNTech. Ich meine, ja, das böse C-Wort, aber die haben ja schon im Januar angefangen zu forschen, also sehr früh den Trend erkannt. Ich muss ganz kurz auf meinen Spickzettel schauen, was ich mir alles dazu aufgeschrieben habe. Und zwar ist es die Özlem Türeci. Sie hat zusammen mit ihrem Mann die Firma BioNTech gegründet
Und ich glaube, im Moment haben die den größten Marktanteil an den Impfstoffen, die schon draußen sind und verimpft werden, zusammen mit Moderna. Ja, die wurde, so als, wurde am Anfang so ein bisschen als die Frau vom Gründer genannt. Ja, ja, genau. Als ich glaube, bei Google war das ja so. Auch nur Frau vom Gründer. Ja, und dann gab es einen Shitstorm und dann wurde das korrigiert. Ich habe vor ein paar Tagen oder Wochen, als Merkel mit denen gesprochen hat, die hatten irgendwie so eine Telco oder so eine Videokonferenz. Super sympathisch. Also, ja, die ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert. Ja. Mhm. Ja. Auch im gleichen Zug vielleicht erwähnenswert ist die Katalin Karikó, die ja auch schon vor Jahren eigentlich damit begonnen hat, diesen mRNA-Impfstoff zu entwickeln und was ja auch eigentlich eine grundlegende Arbeit ist, die in diesem Jahr natürlich dann dazu geführt hat, dass es eben einen Impfstoff gibt. Habt ihr noch mehr für den Januar? Irgendwie habe ich im Januar nicht so wirklich die Schlagzeilen verfolgt, habe ich festgestellt. Aber ich bin ja auch erst Ende Januar aus Neuseeland zurückgekommen. Also vielleicht war ja irgendwas anderes noch. Also ich habe einen Artikel von angerufen, super. Was, musst du dich verabschieden? Okay. Einfach, aber das ist jetzt blöd. Naja, egal. Livia Zumofen will mit Titanbauteilen aus dem 3D-Drucker. Die habe ich auch auf meiner Liste sogar drauf. Ja. Ja. Schweizerin. Es ist ja auch wichtig für uns, dass wir eben nicht nur schauen, wer international oder in Deutschland oder so drin ist, sondern eben auch in Schweiz und Österreich, was ja eigentlich so unser Einzugsgebiet sozusagen ist. Genau, also Livia Zumofen ist aus der Schweiz. Genau. Wen haben wir noch am Start? Mir fallen halt so die großen Namen ein, aber also eigentlich würde ich gerne viel mehr Frauen einfach nennen, die in ihrem Bereich an irgendwas arbeiten. Also fallen Namen ein wie Mighty, ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Kim, ja. Dann fällt mir die Kenza Aizyabu ein, mit dem die dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Also mir fällt dann noch die Günschem ein. Oh ja, also Günschem müssen wir auf jeden Fall nennen. Nicht nur, weil wir eine Kooperation haben, sondern auch, weil sie natürlich extrem viel erreicht hat in diesem Jahr. Ja. Allein schon mit dem ganzen Homeschooling und so weiter. Also das ist ein Riesenthema. Da sind viele auch Frauen, die dieses Jahr ein Unternehmen haben, sagen wir mal im Tech oder in irgendwas, was irgendwie mit Coding oder Programmieren oder mit Technik zu tun hat, die dieses Jahr aufgrund von der Corona-Krise halt in eine Situation gekommen sind, wo sie ihr Businessmodell umstellen mussten oder nochmal komplett neu denken mussten. Neben Günschem auch Julia Freundberg von der Hacker School. Oder auch die Natascha von der Career. Ja, Natascha Hübner von Her Career, genau. Ja. Diesen Leistungen da nicht zu verzagen daran, sondern einfach weiterzumachen, umzustellen, zu digitalisieren und die werden jetzt langfristig davon auch profitieren, weil sie sozusagen noch ein weiteres Standbein aufgebaut haben und viele, viele Menschen mehr erreichen können durch die Digitalisierung. Ja. Ich glaube auch, das ist ein Thema, was in diesem Jahr ganz, ganz groß geschrieben werden musste, eben dieses Digitalisierungsthema, was schon auch in vielen Betrieben und auch eben gerade für die einzelnen Selbstständigen sehr, sehr große Herausforderung war, einfach ein zweites Standbein aufzubauen oder deutlich digitaler zu werden, was vielleicht den deutschen Unternehmen auch ganz gut tut. Wenn Sie mal ein bisschen mehr in die digitale Richtung gehen. Wir hatten ja das Problem mit Women in Tech, dass wir Anfang des Jahres eigentlich ein Konto eröffnen wollten und dann kam der Lockdown und dann ging gar nichts mehr. Das fand ja dann auch erst später statt. Also ja, wir hatten viel vor und das, was ich gemacht hatte ursprünglich, oder was ja mit den Meetups zum Beispiel stattgefunden hat, wo ja
ich der Meinung bin, dass wir gerade erst angefangen haben und das Tolle oder die großen Dinge noch kommen werden mit Veranstaltungen für Women in Tech oder mit Meetups in ganz Deutschland oder auch in Österreich. Das wurde ja alles also zunichte gemacht. Und ja. Der zweite Punkt, den ich anfangen wollte, waren eben Programmierkurse für Frauen. Wir sind jetzt so auf den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben die Günschirm mit ins Boot geholt und haben gesagt, okay, dann macht die Günschirm das jetzt sozusagen und unsere Mitglieder können da teilnehmen dran. Aber ursprünglich hatte ich auch vor, das hier bei mir in Karlsruhe, dort wo ich lebe, zu initiieren. Mal gucken, ob es dann im nächsten Jahr was wird. Ja. Aber nochmal zum Thema Digitalisierung. Wir hatten ja erwähnt, dass viele Unternehmen bzw. auch Vereine sich da ja eine Art zweites Standbein aufgebaut haben. Aber ich finde es erschreckend, wie schlecht das an Schulen funktioniert, weil die meisten Unis haben das ja auch hinbekommen mit der Online-Lehre, selbst die DHBW bei uns. Dabei sagt man ja, die haben eine ganz schlechte Organisation. Aber an den Schulen, also ich bemerke das auch bei meiner Schwester, es gibt wirklich keinen Plan. Mal haben die hybriden Unterricht, aber die Leute, also die Kinder, sehen sich trotzdem immer in ganz unterschiedlichen Gruppen, sodass es gar nichts bringt, dass die da abwechselnd sind. Aber ja, ein sehr großes Fass. Ja, es ist ein großes Fass und da sitzen auch viele Leute mit am Tisch, die mitreden und mitentscheiden wollen und dafür gibt es ja auch, oder es gibt ja auch viele Initiativen, die sich da, ja, da was dagegen tun wollen, wie ich auch schon welche genannt hatte. Wahrscheinlich wird das noch ein paar Jahre dauern, aber das ist definitiv so das größte, die größte Schwachstelle, die sich gezeigt hat, da nochmal. Ja. Ich habe sogar eine Frau auf meiner Liste, die eben sich genau diesem Thema auch gewidmet hat, eben andere Lern- und Lehrformen zu finden, und zwar ist es die Professor Dr. Birgit Rösel, einzige Frau in der Professorenschaft der Fakultät Elektro- und Informationstechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Und die hat im April einen Preis dafür bekommen, dass sie eben sich besonders die Art, wie man eben auch an Hochschulen lehrt, dass sie eben da sich besonders ausgezeichnet hat für ihre Arbeit. Ja, ja, und Lucia, du hast es ja schon angesprochen, die Mai-Team Julian Kiem, die eben auch mit ihrem YouTube-Kanal in diesem Jahr sehr bekannt wurde und eben auch ARD und ZDF-YouTuberin sozusagen ist, hat sich natürlich besonders hervorgetan. In diesem Jahr wurde er sogar ausgezeichnet dann im Oktober mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik. Ja. Also auch da, diese Frau ist natürlich auch als Wissenschaftlerin absolut in den Vordergrund gekommen. Ja, sie nennt sich oder bezeichnet sich selbst, glaube ich, als Wissenschaftskommunikatorin, also jemand, der Wissenschaft an die breite Masse kommuniziert. Ja, sie erklärt das auch ganz gut, finde ich. Also sie macht das angenehm. Ja. Und ist damit aber noch relativ alleine in der YouTube-Welt als Frau. Da würden wir uns natürlich auch super freuen, wenn da noch einige Mädels nachkommen, die über Technik sprechen. Es gibt auch was vom ZDF oder so, habe ich. Ja, genau. Also es gibt einerseits vom ZDF sogar für Kinder. Die haben in diesem ZDF-TV haben die im Juni ein Programm gestartet, das nennt sich Princess of Science. Das sind drei junge Damen, also eine Physikerin, eine Biochemikerin und eine Elektro- und Informationstechnikerin. Und die erklären eben auch so die technischen Sachen, die so im Alltag von Jugendlichen vorkommen, was ich auch eine sehr schöne Idee finde. Ich finde den Titel jetzt nicht unbedingt besonders ansprechend, also Prinzessin finde ich halt grundsätzlich nicht so prickelnd, aber grundsätzlich trotzdem super, super Idee und schön, dass sie das machen. Ich sehe das immer so total pragmatisch, wenn es dazu dient, Menschen irgendwie für irgendwas zu interessieren, dann ist es der erste Schritt. Aber ja, wir sind nicht alle Prinzessinnen. Das ist schon klar.
Mir ist noch die Frau, ich weiß aber nicht jetzt, in welchem zeitlichen Kontext man das bringt, aber ich nenne mal noch ihren Namen. Das ist die Astronautin Insa Thiele Eich. Die habe ich vor kurzem gefunden, auf Facebook, glaube ich, war das. Die haben jetzt vor ein paar Jahren das Projekt gestartet, die erste deutsche Astronautin ins Weltall zu bringen. Also es gibt ja schon amerikanische, es gibt auch schon seit 1993 war, glaube ich, die erste schwarze oder Astronautin im Weltall. Und jetzt ist sozusagen die nächste Idee, auch mal eine deutsche Frau nach oben zu schießen. Und das die Insa Thiele Eich hat auch einen sehr starken Online-Auftritt, was total cool ist, weil dadurch halt auch für andere Frauen oder für junge Mädchen eben das Thema Weltall und Space, so wie wir jetzt hier im Hintergrund auch so ein bisschen schon andeuten, ein bisschen also sichtbarer wird. Ja. Die hat mich total begeistert, fand ich cool, wollte gleich mitmachen. Und auch gleich ins All. Du willst auch ins All? Ja, ich würde schon gern mal. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damit viel sparen muss dann oder so, aber also, teuer ist es auf jeden Fall. Du musst dich halt sponsern lassen. Aber dann später wird es bestimmt günstiger, wie Taxis. Ja, mit genau wie Taxis. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal bezahlbar und dann kann man sich die Welt von oben angucken. Ist zwar total, wahrscheinlich total, also machen die das mit wie kommt man nach oben? Muss man dafür die Umwelt schädigen? Oder ist ja, die Umwelt wird sehr geschädigt. Allein der Treibstoff und dann das die ganzen Sachen, die sie immer im All dann abschießen, was sie alles wieder, was da so alles im Weltall rumfliegt, frag mich nicht. Okay, dann war es ein sehr dekadenter Gedanke, aber träumen darf man ja. Also sie entwickeln ja auch noch diesen Aufräumen Roboter sozusagen, also der dann sozusagen einmal im Jahr oder so rauffliegt und die ganzen Reste einsammelt, damit es eben nicht alles da im Weltall rumschwirrt in unserer Atmosphäre. Ja. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber wenn du so reich bist wie Elon Musk oder so, dann kannst du dir solche Sachen natürlich leisten. Naja, aber die wollen es doch irgendwie so kommerzialisieren mit SpaceX, dachte ich. Ja, nur kommerzialisieren heißt erstmal, dass nur die reichen Leute rauffliegen. So wie mit den Yachten. Yachten sind genau. Ja auch sehr verbreitet, aber nicht für jeden zugänglich. Na gut. Ja, dann gehen wir mal auf Spendensammeltour. Nein. Okay, ja, dann muss ich mir wohl noch was überlegen. Am besten auch grün. Also nachhaltig und also nachhaltig wäre es wahrscheinlich, wenn man über Virtual Reality einfach nur die Rakete raufschickt, aber man selber ist mit Virtual Reality dabei. Das wäre. Dann musst du so ruckeln. So. Genau, dann musst du dich in so einen Simulator setzen, wo dann einfach das Ruckeln und die Schwerelosigkeit mit simuliert wird. Klingt gut. Apropos Umwelt, ich hätte den zweiten Namen, da muss ich auch noch mal kurz hinschauen. Und zwar heißt das Mädchen Gitanjali Rao. Sie ist die erste Kid of the Year, also Kind des Jahres. Sie ist 15 Jahre alt und sie hat eigentlich ganz viele verschiedene technische Projekte gehabt, aber ich habe mir zwei rausgesucht, die besonders wichtig sind. Das erste ist, sie hat einen Filter entwickelt, wo Blei aus dem Wasser, also aus dem Wasserhahn rausgefiltert wird, sodass ihr Stadtviertel nicht vergiftet wird. Und das ist schon richtig erstaunlich, mit 15 Jahren sowas zu entwickeln, richtig krass. Und das zweite ist eine KI, die Cybermobbing erkennen soll. Und zwar hat sie zuerst ein paar Wörter bzw. Sätze da reingefügt und nach hat die KI gelernt, das eben selbstständig zu erkennen. Und was auch sehr gut ist, es ist auch bei den Jugendlichen gut angekommen. Also die fühlen sich dadurch nicht kontrolliert, sondern die empfinden das als hilfreich. Ja, im Juni haben wir es dann auch endlich geschafft, bei Women in Tech unser Konto zu eröffnen. Auch eine riesige Herausforderung. Ja. Es klingt jetzt wirklich bescheuert. Es klingt total bescheuert, ja, aber es ist so.
Und das liegt nicht daran, dass wir faul waren. Oder das, nein. Es war einfach nicht, es war nicht, also es ging so unfassbar schleppend voran. Es ging vor allem nicht digital. Das war ja das, was uns total irritiert hat, dass ja, wir nicht in irgendeiner Weise digital ein Konto eröffnen können als Verein. Also man kriegt halt keinen, als Verein kriegt man kaum Konten noch, die halt irgendwie unter Vereinskonto laufen. Weil dann muss man halt ein Geschäftskonto eröffnen als Unternehmen. Und dann auch entsprechende Gebühren zahlen. Das haben wir irgendwie versucht zu umgehen und haben dann letztendlich die Sparkasse bei mir vor Ort gefunden, die ich überredet habe. Und die hat es aber nicht so ganz mit Digitalisierung. Aber immerhin. Ja, ich musste auch nach Karlsruhe fahren, um mein Konto zu kündigen. Ich musste ja auch nach Karlsruhe fahren, um mein Konto bei der Sparkasse zu kündigen. Das ging auch überhaupt nicht digital. Ja. Ja, also da wünsche ich mir definitiv noch mehr Digitalisierung, also gerade bei den alteingesessenen Banken, sagen wir es mal so, weil die neuen Banken schaffen es ja durchaus, dass man digital Dinge erledigen kann. Ein soziales Entgegenkommen von den modernen Banken. Also ich bin da neutral, was das angeht. Ich würde mich auch auf eine Online-Bank einlassen, wenn da halt entsprechende faire Konditionen für, ich meine, wir machen ein Ehrenamt, wir engagieren uns sozial und wir schaffen was für die Gesellschaft gut ist. Da, richtig. Wenn es da keine einzige blöde Bank gibt, die, die uns da irgendwie entgegenkommt, dann ist das total, also fände ich das wirklich, wirklich schade. Also der Aufruf hier an alle Banken, die sich irgendwie etablieren wollen, bitte macht ein vernünftiges Vereinskonto, was man digital führen kann, denn wir sind hier einfach an drei verschiedenen Orten, deswegen auch digitales Meeting. Und wir wünschen uns einfach bessere Konditionen für Vereine, die eben kein Geld haben und keine großen Umsätze schreiben und sich deswegen auch kein Geschäftskonto leisten können. Ja, oder wollen vielleicht, das ist auch die, also wenn halt unsere ganzen Mitgliederbeiträge dafür raufgehen, dass wir irgendwelche Vereine Bankgebühren zahlen, dann ist das sicher nicht die richtige Verwendung. Also wir wollen ja mit dem Geld was Vernünftiges anstellen und es geht ja auch anders für Privatpersonen zum Beispiel. Eben, es ist ja möglich für Privatpersonen, warum soll es dann nicht auch für Vereine möglich sein? Ja, es wäre schön. Ich denke, das würde schon, es hätte ja auch einen Vorteil, dann kann diese Bank irgendwie ein bisschen Werbung für sich machen, dass sie sozial ist oder so, oder sozial engagiert. Es gibt so viele Unternehmen, die sich damit brüsten, dass sie was Gesellschaftliches machen. Das ist ja auch jetzt ein Riesen-Marketing-Thema. Ja, also man merkt schon so ein bisschen, dass es halt oft auch einfach nur so Glitzer drumherum ist und gar nicht ernst gemeint. Könnten wir uns auch nochmal einem Thema widmen sozusagen irgendwann, aber das ich wollte. Ja, da fällt mir auch die DKB wirbt doch damit, dass die irgendwie was Gutes mit dem Geld machen. Ja, sie machen auch was Gutes, aber nur in bestimmten Branchen und nur in bestimmten Gegenden. Okay. Wir haben sie alle abgeklappert. Ja, selbst diese Banken, die sich so Solaris nennen oder Ethikbank oder. Genau, alle. Alle haben wir gefragt. Keine Chance. Das ist halt alles nur, also nicht, ich will es jetzt auch nicht total schlecht machen. Die haben vielleicht, werden vielleicht die Mittel dann entsprechend verwendet oder aber als Verein dort ein Konto zu öffnen. Günstig. Also damit kann man dann selber werben, dass man irgendwie, keine Ahnung, bei der Ethikbank ist oder so, aber das lassen die sich gut bezahlen. So. Okay, abgeschlossen. Zurück. Nächstes Thema. Ja, im Juli ist dann der Film Marie Curie, Elemente des Lebens, im Original heißt der Radioactive, ins Kino gekommen. Ach was. Da war ja kurze Zeit auch mal das Kino mal wieder offen, ne? Sollten wir noch auf unsere Liste? Ich habe so eine Liste angefangen mit Filmen. Ja, der kommt auf jeden Fall auf unsere Filmliste, weil das ist wirklich ein guter Film. Auch es gab ja schon vor einigen Jahren einen Film über Madame Curie. Der ist jetzt eben der neuere. Also ist immer wieder interessant, glaube ich, über diese Frau Filme zu sehen. Ja.
Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel über Madame Curie sagen, weil ich glaube, das ist so breites Wissen, das weiß, glaube ich, jeder, dass es eine wichtige Frau in der Wissenschaft war. Ich weiß gerade nicht, wie ich auf das Thema komme, aber Berlin hat doch beschlossen, dass man jede zweite neue Straße nach einer Frau benennt. Ach, was? Und ich war letztens in einem Neubaugebiet hier in der Nähe von Mannheim. Aber alle neuen Straßen wurden schon wieder nach Männern benannt. Und zwar nach welchen, die kennt kein Mensch. Dabei gibt es so viele tolle Frauen. Und ja, das muss auch noch in Angriff genommen werden. Ich wohne in einem Gebiet, wo alle Frauen, wo alle Straßen nach Frauen genannt wurden, die irgendwas sich irgendwie politisch mal engagiert haben. Also es ist total cool, hier durch die Straßen zu laufen, weil dann stehen da Namen und unten drunter, was die Person gemacht hat. Und, super. Ich will ja nicht ständig irgendwie neue Frauen kennen, weil die verstorben sind. Es gibt sie, die sind überall, sie gab es auch schon seit Jahrhunderten und die haben Beeindruckendes geleistet, vor allem unter den Bedingungen, unter denen sie gelebt haben und ja, es gehört einfach viel mehr nach außen noch. Oder halt einfach bei einem Spaziergang auf die Straßennamen, ja. Ja, das schafft ja auch Sichtbarkeit und dass man eben mal stehen bleibt und sich das durchliest und weiß, ah, okay, die Frau hat was geleistet, weil die Straße, wo ich wohne, da steht nur, das war irgendein Feldherr von 1800. Wie viel? Braucht keiner. Ja, ich frage mich auch, woher das kommt. Also, wer setzt sich denn in der Stadtplanung hin und sagt, so, jetzt bauen wir hier eine Straße und die nennen wir nach einem alten... Alte weiße Männer, weißt du doch. Ja. Alte weiße Männer, die alte weiße Männer unterstützen. Die noch älter sind. Ja. Okay. Ja, ist möglich. Ja, dann müssen wir mal... Man arbeitet immer nur im eigenen Dunstkreis, das ist halt einfach so. Deswegen, wir brauchen einfach mehr Frauen in den wichtigen Positionen. Und ich finde es ja auch, eine wichtige Person, die auch eine Wissenschaftlerin ist, haben wir ja ganz vergessen, die dieses Jahr natürlich absolut im Vordergrund stand, nämlich Angela Merkel. Ach so, ja klar. Ja. Aber die stand auch im letzten Jahre schon im Vordergrund. Also ja. Die stand schon die letzten 15 Jahre. Das stimmt, ja. Aber ich werde sie vermissen. Also ich mochte sie tatsächlich am Anfang nicht allzu sehr. Ich weiß nicht warum. Ich war halt ein Teenager damals, als sie Bundeskanzlerin gewählt wurde und war da eher total links. Mittlerweile mag ich sie aber total gerne und sie wird auch sehr fehlen. Sie hat auch viele Stellen dann neu besetzt, auch mit anderen Frauen, also ihre Position durchaus auch dafür genutzt. Oder auch jetzt mit den 30% in den Unternehmensvorständen. Ich habe jetzt heute gelesen, das sind de facto eigentlich nur 30 Unternehmen, die davon betroffen sind. Aber immerhin, das wird schon einiges ändern am Frauenanteil in den hohen Positionen auch, ja. Mhm. Also sie macht das immer so nebenbei, habe ich den Eindruck. Also so. Sie macht es einfach mit einer Ruhe und auch vorausschauend. Und ich habe vor kurzem eine Dokumentation über sie gesehen, wo es eben darum ging, wie sie eben überhaupt da in die Politik gekommen ist und so. Und es ist schon interessant, dass sie eben auch im Universitätsumfeld eben schon frühzeitig erkannt hat, dass eben diese Schieberei von Männern, die sich halt so profilieren wollen und so weiter, dass sie sich da komplett aus diesen Intrigen und so weiter einfach rausgehalten hat. Und man merkt es ja auch jetzt, also ich meine, sie hat jetzt auch nicht gerade den leichtesten Job mit den ganzen Ministerpräsidenten, sich da irgendwie zurechtzutun mit den ganzen Egos, die da in der Politik herrschen. Und ich glaube, das ist schon auch ein nicht so ganz so leichter Job in dieser Führungsposition. Die hat ja auch vieles dann einfach mal durchgehen lassen und erstmal die Männer unter sich ausmachen lassen, bevor sie da dann tatsächlich eingeschritten ist. Das habe ich auch mal von einer Bekannten von mir gelernt, dass man erstmal so, wenn man neu in einer Gruppe ist oder wenn man eine Gruppe zusammenbringt, da sind Frauen und Männer drin, dass man in den ersten 10 Minuten erstmal abwartet und Männer so die Rangfolge ausdiskutieren lässt oder keine Ahnung, was da passiert.
Aber so nach 10 Minuten geht es dann erstmal los mit dem wirklichen Gerede und vorher kannst du eigentlich irgendwie weggucken, so als Frau, oder musst dich da gar nicht mit einem beschäftigen und sparst dir die Energie dann für spätere wichtige Themen auf. Genau. Ja, aber das fand ich total absurd. Das habe ich auch so oft gehört und irgendwie, ich weiß nicht, einerseits denke ich mir, okay, man kann die 10 Minuten ja ruhig da sitzen, abwarten, aber ist das gut oder nicht, weil dann ist man ja also sozusagen nicht an diesen Rangkämpfen beteiligt, wird man dann sozusagen ernst genommen, wenn man sich keinen Rang erkämpft hat? Also ich denke schon. Ich denke auch, also alles, was ich erlebt habe, mit Männern zu arbeiten, das funktioniert am besten, wenn man sich erstmal zurückhält, erstmal rausfindet, wer, wie, was, wo, wie die da untereinander sich irgendwie käbbeln. Und wenn man dann rausgefunden hat, wer die Drahtzieher sind und wo man vielleicht ansetzen kann und wen man für die eigenen Zwecke einsetzen kann. So ein bisschen so Schachspielen, dann funktioniert das sehr gut. Apropos Schachspielen, das war ja auch in diesem Jahr die große Netflix-Serie, ne? Damen Gambit. Ja, ich habe kein Netflix. Queen's Gambit, ja. Also auch interessante Serie, ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Also ist tatsächlich auch ein Bereich, wo Frauen halt eher in den Hintergrund geraten sind. Eher auch eben, weil sie sich nicht so aufspielen wollen und nicht aufspielen müssen, um wer zu sein. Aber man muss sich natürlich trotzdem immer wieder durchboxen und zeigen, dass man was drauf hat. Ich habe mit meinem Großvater habe ich immer Schach gespielt. Ich habe in vielen Dingen, glaube ich, eine Erziehung genossen, das klingt so elitär, aber ich wollte das einfach nur schön formulieren, wo das Geschlecht eigentlich wenig Rolle gespielt hat. Und ich habe halt von klein auf irgendwie mit meinem Großvater Schach gespielt. Der war da in seinem Ortsverein auch, im Schachverein, und hatte dann auch so seine Uhr und musste man immer draufdrücken. Man hatte, glaube ich, nur eine Minute Zeit, um den nächsten Zug zu machen. Und was meine Denkweise angeht, auch heute noch, hat das definitiv viel geprägt. Strategisch zu denken, also so in mehreren Schritten zu denken und auch so ein bisschen den Überblick über die Dinge zu haben. Also ich kann das jedem nur empfehlen, da ab und zu mal ein paar Bauern hüpfen zu lassen. Also ich habe auch, an letzten Tagen habe ich wieder mit meinem Freund gespielt. Es macht total Spaß. Ja. Würdest du sagen, man kann es, sagen wir mal, einfach durch Spielen lernen? Weil es gibt ja bei Windows auch dieses 1 bis 10 Level. Kommt man da sozusagen selber gut voran oder sollte man sich ein paar Strategien schon durchlesen? Ach, es ist ja ein Spiel. Ich würde das nicht so ernst sehen erstmal. Also das ist jetzt meine Sichtweise. Einfach spielen, einfach mal loslegen, einfach machen. Und dann, wenn du merkst, du kommst nicht voran mit dem, was du tust, dir dann vielleicht überlegen, okay, wie kann ich es besser machen? Vielleicht brauche ich eine Strategie, aber den ersten Schritt zu gehen, ist ja schon mal viel wert, ohne dass ich persönlich bin so von dem Typ erstmal machen und dann schauen, wenn es notwendig wird, mir eine Strategie oder einen Plan zu machen, aber vorher erstmal spielerisch das auszuprobieren. Ja, es gibt auch die Leute, die haben erstmal einen Plan und schauen sich alles in der Theorie an, ja. Also es macht schon Sinn, Schach mit jemandem zu spielen, der es irgendwie kann, also ja, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Also man kann zwar auch selber am Computer das spielen, aber es macht halt erstens mal nicht so viel Spaß, weil es halt immer der Computer ist, gegen den man spielt. Und Computer sind halt Computer und machen nicht so viel Fehler. Und mit anderen Menschen zu spielen ist dann schon ein bisschen interessanter, weil man dadurch vielleicht auch dann tatsächlich was lernen kann. Mhm. Also ich habe es auch dadurch gelernt, dass ich am Anfang noch ein bisschen mit meinem Papa gespielt und dann habe ich ein dickes Buch gefunden, wo halt so manche Strategien eben drin standen. Ich habe aber nie so wirklich Schach gespielt, aber mit meinem Mann habe ich auch ein halbes Jahr lang Schach über E-Mail gespielt. Er kann es halt viel, viel besser. Und das, aber es macht schon Spaß. Also es ist, und ja, auch nicht immer. Man lernt einfach dann gewisse Strategien umsetzen zu können, eben auch im richtigen Leben. Also Schach und das richtige Leben kann man schon sehr gut miteinander verbinden. Okay.
Muss ich mir dann auf jeden Fall anschauen. Und die Serie ist einfach gut. Also da sieht man jetzt nicht so viel Schach. Also man sieht zwar schon, wie sie Schach spielen, aber so jetzt im Detail geht es jetzt eher um Beziehungen und um ja, gewisse Herausforderungen, die diese Frau halt gemeistert hat. Oder eben nicht, je nachdem. Es gibt ja auch einige Schachspielerinnen, auch die Mathematik, war da nicht irgendwie, nee, das habe ich gleich durcheinander gebracht, da war irgendeine Mathematikerin, die Bücher geschrieben hat und auch Schach bei der Schachweltmeisterschaft mitgemacht hat, aber ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Ich glaube, sie ist gestorben, letztes Jahr oder dieses Jahr. Ja, kann sein. Okay. Ja. Nächster Name? Hast du noch wen, Katharina? Also ich habe mir eigentlich nur die zwei rausgesucht, weil ich dachte, dass wir eher ja, weniger haben und mehr ins Detail gehen, aber ja. Macht ja nichts. Also ich habe im September habe ich auf jeden Fall noch die Sandra Ziesek, heißt sie, glaube ich, Direktorin des Instituts für medizinische Virologie in Frankfurt an der Goethe-Universität. Und die ist ja im September dem Podcast von Christian Drosten mit beigetreten, sozusagen als zweite Expertin, was diese ganzen Viren angeht. Ja, wurde am Anfang dann auch, kam glaube ich dann auch in den Medien, weil der Spiegel ein sehr blödes Interview geführt hat, wo sie im Prinzip als Quotenfrau bezeichnet wurde. Und, dann kam der Quoten. Genau. Wir sind genau. Ich bin eine Quotenfrau. Mhm. Richtig, genau. Ja. Ja, aber ja, die war auf jeden Fall auch in den Medien natürlich sehr präsent. Ja, vom Spiegel lese ich immer sehr unterschiedliche, also Interviews oder Nachrichten. Es gibt welche, die sind so total pro Frauen, aber dann gibt es auch wieder so sehr konservative Artikel. Ich komme da. Es stehen halt immer auch Menschen dahinter. Es sind halt immer sehr subjektive Wahrnehmungen, auch in den Interviews. Ja. Lässt sich nicht vermeiden. Auch Podcast, es gibt ja jetzt auch, oder kam dann auch im September der, ja, der She Likes Tech Podcast vom NDR mit Eva Köhler und Svea Eckert. Der läuft jetzt auch schon seit September, ja? Wahnsinn. Es sind auch schon einige Folgen. Ich habe vorhin mal reingeschaut. Es sind schon echt viele Folgen. Relativ politisch, genau. Ja. Ja, auch sehr unterschiedliche Themen, also nicht so richtig immer nur Tech oder so, sondern halt wirklich sehr unterschiedliche Frauen, die sie da drin haben. Wen haben wir noch? Oktober oder? Ja, Oktober ist ja dann der große Nobelpreismonat immer, der Oktober. Da haben wir sogar dieses Jahr relativ viele Frauen sogar im Vergleich gehabt. Also zum einen natürlich die beiden, die, wie heißt sie, Emmanuelle Charpentier, Charpentier, und Jennifer Buechner aus Frankreich und USA. Die haben für ihre Genschere CRISPS, Genschere, also ich kenne es nur unter CRISPR, dann haben sie den Chemie-Nobelpreis bekommen und Andrea Ghez hat den Nobelpreis für Physik bekommen, was auch eine, ich glaube, sie ist bisher erst die vierte, die als Frau diesen Physikpreis bekommen hat. Also auch durchaus eine sehr nennenswerte Frau. Ja. Oktober ist. Was hast du die eigentlich her? Die ist total klasse. Hast du die selber zusammengestellt? Ich habe mir einfach die Schlagzeilen aus diesen Jahren geguckt. Beziehungsweise ich habe lustigerweise, wenn man bei Google oder beziehungsweise bei DuckDuckGo eingibt, Frauen und Technik, bekommt man nicht ganz so saubere Ergebnisse angezeigt, interessanterweise. Deswegen habe ich dann nach Wissenschaftlerin gesucht. Da war ich dann etwas erfolgreicher. Und da stand dann auch der Podcast und so drin, weil das ist ja wieder was anderes eigentlich. Den Podcast, den haben wir ja sowieso über unsere Facebook-Gruppe und auch eben über die Nachrichten von den beiden Damen
direkt mitgeteilt bekommen, dass sie den starten. Also von daher müsste ich jetzt nicht auf eine Schlagzeile warten. Das stimmt. Okay. Es sind viele Frauen mit irgendwelchen Preisen ausgezeichnet worden, also um das mal so ganz platt zu formulieren. Ja. Also Preise, Grants, alles Mögliche. Ne? Also die haben ja, also die Auszeichnungen sind ja teilweise nicht unbedingt Preise, sondern teilweise einfach nur Anerkennungen von ihren Universitäten, oder sie bekommen dann eben ein entsprechendes Fellowship oder irgendein Grant oder sonst was. Also das hängt ja häufig mit Universitäten zusammen, dass die eben bestimmte, ja, das sind ja keine Ausschreibungen in dem Sinne, also keine Preise, außer Nobelpreis, der ist natürlich schon ein ganz anderes Thema. Ja. Haben wir noch wen am Start? Also besonders spannend fand ich im November, ich glaube, es war Anfang Dezember, habe ich die gesehen, bei Kölner Treff, bei der Bettina Böttinger. Die Schwester Christa Maria Brück, das ist eine Lehrerin für Mathematik und Informatik, die Mädchen einfach diese Themen besonders gut anscheinend nahe bringt. Also sie ist anscheinend auch sehr beliebt in ihrer Schule. Sie wurde nämlich als Lehrerin des Jahres für naturwissenschaftliche Fächer ausgezeichnet in Rheinland-Pfalz. Und die war eben dann in der im Kölner Treff, und da habe ich sie gesehen und dachte mir so, super, also so solche Frauen brauchen wir einfach viel, viel mehr, die eben so ganz grundlegende Dinge tun, wie Mädchen beibringen, dass Mathe, Physik und Informatik keine Themen sind, vor denen man sich fürchten muss. Ich wundere mich so ein bisschen, weil ich hatte auch so viele Lehrerinnen, die genau diese Sachen unterrichtet haben. Deswegen bin ich auch in der Umwelt aufgewachsen, für mich gefühlt, die gar nicht so gebiased war, was Geschlechtertypen in diesem Bereich angeht. Ich bin da erst später, als ich mir so Statistiken angeschaut habe und so Zahlen, habe ich erst mal gemerkt, okay, das ist anscheinend jetzt nicht der Normalzustand, in dem ich groß geworden bin. Also ich hatte wenige Lehrerinnen. Ich habe einfach vielleicht einfach Glück gehabt, aber ich hatte die tollste Mathelehrerin, und ich hatte echt coole Physiklehrerin, ich weiß leider nicht mehr ihren Namen, sondern würde ich den jetzt auch nennen. auch in Chemie gab es super viele Frauen. Also deswegen bin ich so, wundert mich das manchmal, wenn dann, also ja, das gehört ausgezeichnet und ja, das ist also super, aber in meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, ist das so normal schon. Und ich wünsche mir einfach, dass es auch irgendwann so normal wird, dass das gar, also nicht falsch verstehen, dass es immer noch erwähnenswert ist, aber ja, manchmal kommt man dadurch auch in so Situationen, wo dann sowas so hervorgehoben wird und alle Welt fragt sich, warum muss man das jetzt so hervorheben? Warum ist das sowas Ungewöhnliches? Ich muss sagen, da hattest du bestimmt ja Glück, oder es war ein guter Zufall, dass du so viele gute Frauen als Lehrerinnen hattest, weil bei mir, ich habe gerade nachgedacht, in der Oberstufe gab es nur eine Chemielehrerin, Frau Konitius, falls sie das sieht. Ansonsten gab es da wirklich nur Männer, die haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, aber im Sinne von, dass man als Frau ein Vorbild ist und in Naturwissenschaften war zumindest auf meiner Schule nicht ganz so präsent wie bei dir. Ja, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich viele Frauen hatte. Also ja, Grundschule hat man fast nur Frauen. In der oberen Schule ist es dann schon eher so, dass Frauen in naturwissenschaftlichen Fächern eher die Ausnahme sind. Zumindest habe ich, ich glaube, ich hatte eine Mathelehrerin in all meinen Schuljahren. Sonst nur Männer, und da auch teilweise welche, die der Meinung waren, dass Mädchen sowieso kein Physik können. Ach was, wirklich? Ja. Mhm. Also die Erfahrungen sind anscheinend sehr, sehr unterschiedlich, und es kommt halt wirklich sehr auf die Lehrer dann auch drauf an, ne? ob die das so fördern oder nicht. Also es gibt ja durchaus auch Männer, das darf man ja auch sagen, die eben auch Mädchen darin bestärken, in die mathematischen Fächer zu gehen. Und so ist es ja nicht.
Aber es ist tatsächlich eher die Ausnahme. Ja, schade eigentlich. Ja, das habe ich dieses Jahr für mich gelernt. Dass das nicht, also ich war immer lange Zeit so, ja, das kriegen wir Frauen alleine hin. Und wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen das voranbringen. Und es ist auch nicht falsch, aber ohne die Hilfe der Männer oder die Unterstützung wird es nicht funktionieren. Zum einen, weil wir halt in einer Welt leben, in der Männer die mächtigen Positionen zum Großteil innehaben und weil wir ja nicht gegeneinander arbeiten wollen, sondern miteinander, und dafür braucht es halt auch die Unterstützung der Männer. Ich habe heute oder gestern bei LinkedIn wieder so einen Post gelesen von einem Mann, der für eine Bekannte von ihm auf Jobsuche gegangen ist und in seiner Community gefragt hat, ob jemand für seine Kollegin oder Bekannte einen Job hat, und sie macht das und das und dies und jenes, und das hat wunderbar geklappt dann anscheinend auch. Also das wünsche ich mir noch mehr. Also da sollten wir vielleicht auch als Verein uns nochmal drüber Gedanken machen, wie wir dem begegnen wollen. Aber ja, ich war da sehr lange Zeit zu sehr, glaube ich, also muss ich mir selber eingestehen, zu sehr auf der Schiene, das kriegen wir alleine komplett hin, da brauchen wir niemanden. Ja. Aber vielleicht könnt ihr mir ja dazu auch eure Meinung noch sagen. Also es ist ja so, dass beim Abitur beziehungsweise auch in den Bachelorstudiengängen inzwischen sehr viel mehr Frauen gibt als Männer. Vielleicht, also bei den Bachelorstudien, bitte? Bei welchen Studiengängen meinst du jetzt? Genau, und darauf wollte ich gerade eingehen. Ich glaube, bei E-Technik gerade ist es nicht so ausgeglichen, aber Biologie und Chemie, da ist es schon besser. Und was ich gelesen habe, dass je höher es geht, also dann Master und Promotion oder auch Professur, dass es weniger Frauen gibt. Aber das liegt ja, glaube ich, nicht daran, dass irgendjemand, sie sagen mal so konkret, davon abhält, sondern dass sie dann sagen, ja, okay, die wollen nicht diese Zeitarbeit, weil gerade bei so Forschungssachen hat man ja meistens einen Vertrag, der ein Jahr oder für 2 Jahre befristet ist, und dann muss man weitersuchen. Ja. Vielleicht, oder es geht vielleicht wieder um das Thema, dass sie sich dann nicht so profilieren wollen, weil sie es einfach, weil in ihrem Kopf das nicht so sich abspielt wie vielleicht bei den Männern. Also stimmt. Wie wichtig ist heutzutage der Titel? Eigentlich ist er nicht wichtig, aber viele sind halt doch noch drauf, dass sie dann sagen, ja, ich bin jetzt ein Master und muss das jetzt auch unbedingt vor meinem Namen schreiben und alle müssen mich so ansprechen, was vielleicht in Österreich noch mal extremer ist. Aber es ist vielleicht tatsächlich einfach dieses, also was ich auch habe, ich will nicht die Erste, die Beste oder die Klügste sein, sondern mir reicht das, was ich jetzt erreicht habe. Und das ist halt vielleicht jetzt nicht die Weltbeste zu sein, sondern halt einfach in meinem Bereich so gut zu sein, dass ich mich damit zufrieden gebe und nicht jemand anderen gefallen zu müssen oder so. Aber also, ich habe eine Kollegin, die hat einen Doktor, also sie ist Tierärztin gewesen, das ist ganz toll. Also kann ich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich. Und sie hat auch gesagt, es hat Spaß gemacht. Ja, spannenderweise, der Doktortitel wird ja dann auch manchen Frauen einfach so nach dem Motto, du kannst ihn ja auch ablegen, wie man an Dr. Jill Biden gesehen hat, die dann von der, was war das, Washington Post oder Wall Street Journal oder weiß ich nicht mehr genau, irgendeine Zeitschrift, dann irgendwie so nach dem Motto, ja, sie kann ja jetzt auch auf den Titel verzichten, weil sie ist ja jetzt die First Lady. Ne? Also das ist teilweise wirklich skurril, was in dieser Welt noch abgeht. Medien sind aber auch so erfinderisch, nenne ich das jetzt mal positiv formuliert. Also, ja. Okay. Ja, Promotion ist mittlerweile irgendwie auch so wieder so ein Thema, wo ich in meinem Umfeld durchaus einige Mädels kenne, die promoviert haben, aber die das gar nicht so, die lassen das halt nicht so raushängen. Ich bin jetzt Doktor so und so, sondern das, ja, wird halt da nicht erwähnt. Teilweise ist es sogar eher so ein, ich habe promoviert. Also da
die Haltung dazu ist sehr verschieden. Hm. Naja, ich habe keinen Doktor. Ich auch nicht. Ich habe auch sonst keinen Titel. Also mir ist das auch ziemlich egal. Ja, wir können uns ja selber gegenseitig Titel geben. Und Master of the Universe. Genau. Ja. Nee, du bist aber Master of Money. Nee, nicht wirklich. nur im Verein. CFO. Genau. Das ist auch so was, was ich langsam nicht mehr ab kann. Es gibt einfach, jeder ist CTOs, CIOs, CEOs, alles mit C. Interessiert aber im Grunde genommen keinen, weil es ist kein echter Titel in dem Sinne. Ja. Naja. Aber wir haben noch eine Doktorin sogar, Dr. Susanne Schröder vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, vom DLR, was wir ja auch kennen. Die wurde im November vom Wirtschaftsmagazin Capital zur jungen Elite Top 40 unter 40 gewählt. Es gibt aber mittlerweile auch die Gegenbewegung 40 over 40 von den Digital Media Movement oder so. Ich okay. Ja, also sorry, das habe ich dich unterbrochen, aber... Ja, aber ich finde es lustig. Also ich meine, ich finde es nicht lustig, sondern ich finde es lustig, dass man dazu eine Gegenbewegung braucht. Also, es gibt ja auch 30 unter 30, also es ist ja nicht so, als wäre das Alter jetzt in irgendeiner Weise entscheidend, aber für manche Dinge ist es halt schon interessant zu sehen, dass halt unter 40-Jährige auch was leisten können. Ja, klar. Ich wollte das jetzt auch gar nicht kleinreden, sondern es war, ist mir nur eingefallen, ja. Was hat die gemacht mit die 40 over 40, under 40? Die gehört jetzt zur jungen Elite. Warte. Und was hat man dann? Sie hat optische Sensorsysteme, Spektroskopie und so weiter. In diesem Bereich ist sie tätig. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die junge Elite 40 unter 40, wer da so alles mit reinzählt. Das sind 40 Talente in den Bereichen Startups, in der Management-Ebene, Politik und Staat und Wissenschaft und Gesellschaft. Also verschiedene. Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Liste für mehr Sichtbarkeit, also so wie die Forbes-Liste oder ja, genau, andere Listen. Genau, ja, richtig. Ja, auf jeden Fall interessant. Aber eigentlich ist es doch voll die gute Idee, wenn man für die Sichtbarkeit vielleicht, ich weiß nicht, das muss jetzt nicht jeden Monat sein, aber vielleicht einmal im Quartal so 5 Frauen oder 3, wie es halt am besten passt, bei uns auf dem Blog vorstellt. Mhm. Absolut. Ja, wir wollen ja gerne unsere Tech-Frauen, ich meine, wir haben eine riesen Community, wir würden gerne alle diese Frauen wenigstens einmal entweder im Speak-Up haben oder auf der Webseite mit den Interviews oder einfach so, weil es so Spaß macht, einfach zeigen, aber das heißt halt auch, dass man sich trauen muss, dass man eben gezeigt wird. Also ja, ist ja auch so eine Sache. Mein Ansatz ist halt Eigeninitiative. Also man vielleicht, also von unserer Seite bedeutet das maximal, dass wir mehr kommunizieren sollten nach außen, dass wir das noch stärker bewerben können. Aber ich wünsche mir durchaus, dass man auch für uns zukommt, wenn wir die Plattform dafür zur Verfügung stellen, um Frauen sichtbar zu machen. Also wir können halt nicht alles machen, finde ich. Also wir wollen ja auch niemanden zwingen. Ja, das ist das. Wir wollen niemanden zwingen. Also es kann jeder sich zeigen. Ne? Und ich möchte auch ungern Kriterien setzen, wie du bist jetzt unter 40 oder du bist über 40 oder du hast das und das. Also für mich ist das halt unabhängig des Alters, der Herkunft und die einzige Restriktion sozusagen ist jetzt in diesem Fall das Geschlecht, aber auch nicht, um Männer zu diskriminieren, sondern einfach nur, um Frauen zu fördern. Ja, aber ich sehe halt durchaus auch, dass der Wunsch da von einem selber kommen sollte. Und was wir halt machen können, ist mehr zu kommunizieren, auf die Frauen zuzugehen. Hey, hast du Lust? Mach doch mal ein Interview mit uns. Aber ich will da auch nicht zu der Person werden, die allen hinterherläuft und ich will ein Interview mit dir führen. Also das ist halt nicht mein Ding. Also ich mache jetzt schon gerade Instagram ganz fleißig und sammle Follower, like Bilder und versuche mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber
ja, auch nicht so, dass ich mich da aufdringen will. So, wir haben ein tolles Angebot und wir haben tolle Frauen auch schon interviewt. Wir suchen jetzt für März, April, Mai weitere Women in Tech. Das ist aber auch wieder egal, ob man dann Softwareentwicklerin mit 20 Jahren Berufserfahrung ist oder Studentin in irgendeinem Studiengang, der mit Technik zu tun hat. Das können alle mitmachen, auch Quereinsteigerinnen. Und ja, es ist halt kein elitärer Rahmen, den wir da setzen, sondern ein eher gemeinschaftlicher. Und es gibt natürlich auch die Frauen, die das anders wollen. Und ja, vielleicht haben wir dann da nicht das richtige Angebot, aber da können wir auch nochmal drüber sprechen. Wir wollen ja auch noch andere Formate starten oder könnten uns auch noch vorstellen, andere Formate zu starten, wo wir dann vielleicht irgendwie sehr herausragende Persönlichkeiten vorstellen. Aber jetzt im Moment erstmal so, dachte ich, oder wir, meine ich. Ja, also es fängt ja auch schon damit an, dass wir natürlich unsere Mitglieder auch aufrufen, sich über unsere Website auch zu zeigen, also einfach als Mitglieder, weil wir haben wirklich tolle Mitglieder, Frauen, das ist ja genau das, die sich bisher halt auch noch nicht zeigen wollen. Also nur wenige davon wollen sich tatsächlich zeigen. Und ich glaube, das ist noch so ein Ding von Unsicherheit. Und diese Unsicherheit müssen wir einfach komplett eliminieren. Wir wollen, dass ihr alle sagt, wie stark und super ihr seid. Und wir können es halt auch selber verstehen. Also wir hatten das, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich erzählt, wie ich im Dezember einen Podcast mit dem Hasso-Plattner-Institut gemacht habe und wie ich mich selber dabei erlebt hatte. Zuvor kam die Anfrage und es kam nicht viel mehr Information als, wir wollen einen Podcast mit dir machen, hast du da und da Zeit? Und die zweite Mail war dann auch schon der Zoom-Link. Und ich habe dann noch gefragt, welche Fragen so ungefähr gestellt werden und habe mich da ein bisschen drauf einstellen können. Und obwohl ich Expertin in dem Bereich, würde ich mich jetzt fast schon bezeichnen, weil ich jetzt 2-3 Jahre lang mich mit dem wirklich intensiv beschäftige, mit dem Thema und auch viel zu sagen habe dazu und es auch getan habe dann in dem Podcast, kam ich mir trotzdem zum Schluss so rüber, als könnte ich gar nichts so. Also das wäre ich total, so richtig Imposter-Syndrom gespürt. Und wir hatten dann auch das Vorstandstreffen danach und ich weiß noch, wie ich euch dann gesagt habe, boah, ich weiß nicht, wie das so war und boah, ich bin unzufrieden und so wie so eine Schülerin, die halt nach der Prüfung da sitzt und sich schlecht fühlt, obwohl sie eigentlich eine super Note dann bekommen hat wahrscheinlich. Und mittlerweile sehe ich das auch wieder aus der Meta-Ebene, also ich sehe schon, dass ich da einiges gesagt habe, was auch vernünftig war und das war ein guter Podcast, aber ich kann das sehr gut selber nachvollziehen, wie man sich fühlen muss oder wie man sich fühlt, wenn man herausgefordert wird in so einer Situation. Ich kann nur jeder Person oder jeder Frau dazu raten, dieses Imposter-Syndrom einfach abzulegen, drauf zu scheißen, sorry, dass ich das so sage, aber eine Fuck-You-Haltung einzunehmen und zu denken, ich mache jetzt einfach und genug Selbstbewusstsein zu haben, auch mit nie unvollständiger Informationslage in eine Situation reinzugehen. Einfach Mut haben auch. Ich meine, dieses Jahr, wenn uns eins dieses Jahr gelehrt hat, dann, dass man mit Unsicherheiten auch umgehen lernen kann und mit Dingen, die nicht, wo deren Ausgang unklar ist und wo man einfach mal Dinge macht, wo man nicht weiß, was passieren wird. Und ja, und so eine Aufgabe sehe ich halt auch darin, sich als Frau in der Wissenschaft und in der Technik Namen zu machen. Und also die Zeit ist mittlerweile gekommen und die wird es auch die nächsten Jahre tun, noch weiter kommen. Es ist jetzt unsere Zeit, also es ist jetzt die Zeit der Frauen, aus meiner Sicht. Also ich bin komplett davon überzeugt, dass wir die nächsten Jahre mega viel erreichen können, wenn wir selber wollen und wenn wir den Mut dazu haben. Und das wird nochmal gefördert von hier und von dort und jede, die mitmacht, die wird da auf so einen Katapult gesetzt und dann... Man hat es ja auch in den letzten Speak-Ups durchaus gemerkt, dass eben die Frauen, die bei uns dann im Speak-Up drin waren, dass die dann eben auch gesagt haben, ja, man muss einfach den Mut haben und Fragen stellen und unangenehm werden und vielleicht einfach mal eine Chance ergreifen, auch wenn man nicht weiß, wie der Ausgang ist oder
Man muss nicht 150% geben, sondern 80% reichen auch. Also es ist häufig einfach diese Unsicherheit, die sehr, sehr viele davon abhält, etwas zu tun, obwohl sie es eigentlich könnten oder obwohl sie eigentlich super Spezialistinnen in dem Bereich sind. Ja, meistens sogar deutlich besser als... Oder deutlich besser, ja, das kommt noch dazu. Also meistens ist es wirklich sind es die Mädels oder die Frauen, die Kompetenzen haben und das ganze Wissen, aber sich in den Hintergrund stellen und Leute vortreten lassen, die halt keine Ahnung haben. Und das macht mich manchmal richtig wütend, weil ich mir dann von richtig dummen Leuten Gelaber anhören soll, wo ich weiß, da hinten steht die Frau, die weiß es eigentlich besser. Und, ja. Ja, absolut. Und auch bei der Jobsuche, dass man sich auf Stellen bewirbt, wo man nicht jedes einzelne Kriterium erfüllt, sondern auch mal nur die Hälfte oder 70%. Ja. Man hat es ja auch in diesem Jahr gesehen, dass eben gerade die weiblichen Staatsoberhäupter sich besonders gut durch diese Krise manövriert haben. Mhm. Ich fand auch, aber das ist jetzt wieder ein spezielleres Thema. Ich fand auch die Sprache, ich mag halt Sprache gerne. Merkel hat ganz anders über das Thema gesprochen als Macron zum Beispiel oder andere männliche Staatsoberhäupter. Da wurde meistens so von Krieg gesprochen. Ja, von Krieg und Kampf und wir müssen es bekämpfen. Ja. Genau, und Merkel hat eher so, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht hat, wir müssen zusammenhalten und gemeinsam sind wir stark. Und sie hat gar nicht von Krieg gesprochen, weil es ist ja kein Krieg. Und diese Aggressionen, die dabei hochkommen, ich habe mir das so vorgestellt, wenn du so denkst, du bist jetzt im Krieg oder so. Also diese ganzen Themen sind halt überhaupt nicht zur Debatte gestanden. Ne? Die würden mir fehlen. Ja, schauen wir mal, wer die nachkommt. Haben wir noch andere spannende Frauen? Wir haben im Dezember haben wir auf jeden Fall noch... Die Team mit Gebro war ja jetzt in den Nachrichten wegen Google. Also die KI-Ethikforscherin hat sich ja sehr lautstark auch in den Medien dann geäußert darüber, dass eben in Bezug auf Genderneutralität in KI und auch eben ethikmäßig da einiges falsch läuft und auch in Richtungen, die einfach nicht korrekt sind und wo man eigentlich deutlich gegen ankämpfen müsste, als jemand, der in den Bereichen tätig ist. Also sie ist unbequem geworden? Sie ist unbequem geworden, wurde dann gegangen oder ist gegangen, das weiß man nicht so ganz genau. Ist ja auch egal, also sie hat sich auf jeden Fall von Google getrennt. Und das ging natürlich auch mit Riesenwind durch sämtliche Medien hindurch. Ja. Das ist sehr schade. Ich hoffe, sie macht jetzt was daraus. Und dann habe ich noch eine interessante Frau aus Österreich, und zwar die Carmen Poznik. Die hat ein Buch rausgebracht, das kam jetzt im Dezember auf den Markt, nennt sich Südlich vom Ende der Welt, wo die Nacht 4 Monate dauert und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Sie wurde nämlich eingeladen an einer Südpol-Expedition, die ein Jahr lang ging und hat eben diese Erlebnisse in ein Buch gefasst. Also die ist Allgemeinmedizinerin und Dissertantin an der Uni Innsbruck. Ja. Mutig. Klingt ziemlich cool. Ja, also Carmen Poznik ist in Österreich auch so ein Name, der auf jeden Fall in den Medien kam. Ja. Wie ist die Situation eigentlich bei euch so in Österreich mit Frauen und Technik? Also eigentlich weiß ich es ja, aber du kannst das ja... Also wir hatten ja jetzt 2 Österreicherinnen auch in dem Speak-Up, die beide eben auch davon geredet hatten, was sie erlebt haben. Beide sind natürlich auch sehr jung, also es kann gut sein, dass es in meiner Altersklasse ein bisschen anders ist. Grundsätzlich habe ich aber schon das Gefühl, dass hier, also insbesondere jetzt in Ostösterreich natürlich, in Wien, an der TU Wien, an der TU Linz, gibt es relativ viele Frauen auch, die eben auch Herausragendes leisten und die auch sehr interessante Forschungen durchführen.
Und ja, wie wir an der Alex Walter gesehen haben, die ist ja sehr jung und super aktiv. Und sie hat ja auch gesagt, dass es überhaupt kein Problem für sie war, in diesen Bereich einzusteigen oder sich mit den Themen zu beschäftigen, die vielleicht sonst aus Männersicht vielleicht kein Frauenthema sind. Also, aber Quantenphysik und Ähnliches sind halt ja, für alle interessant. Also ich sehe es nicht so sehr, wie hier vielleicht jemand runtergemacht wird. Ich habe allerdings auch schon gehört, dass an manchen Unis es durchaus Professoren gibt, die dann meinen, naja, Mathe ist vielleicht zu schwer für dich, sollst vielleicht eher ein sozialwissenschaftliches Thema angehen. Und ja, also da kann ich vielleicht was dazu erzählen. Und zwar, ich glaube, das war nicht mal böse gemeint, aber irgendwie war das trotzdem ein bisschen unangenehm. Unser Studiengangsleiter meinte, wenn man als Frau einen Vortrag hält, ist es strategisch klüger, keinen Rollkragenpulli anzuziehen. Ja, also, keine Ahnung, ich glaube, der hat es echt nicht böse gemeint. Der ist auch zu allen sehr fair, aber ja, der ist halt auch ein älteres Semester. Ja. Ich war mal bei einem Neujahrsempfang. Also wir können ja mal versuchen, so ein paar Best-ofs. Ja. Wir sind ja ein Verein, wir dürfen auch ein bisschen lästern. So die Best-ofs-Sprüche in dem Kontext. Also ein Rollkragenpulli ist echt, klingt gut. Ich habe mal gehört, bei einem Neujahrsempfang für Frauenvereine hier in Karlsruhe, war extra richtig so, oh, ehrwürdig und oh, Frauen. Und der Moderator, also es war dann aber ein Mann als Moderator da und es war auch schon so teils so die älteren Semester, warum ist da ein Mann und so. es war eigentlich alles okay, aber er hat dann so einen Spruch gebracht, so, ja, Frauen können sich ja auch besser organisieren. Und das war, genau. Das kam dann nicht gut rüber. Das war einfach nicht angemessen in dem Moment, weil da waren echt tolle Frauen dabei. Und dass sie dann sozusagen auf diese Orga-Rolle und ja, wir können uns gut vermarkten und organisieren, runtergebrochen werden, das war unpassend. Ja. Und solche Sprüche gibt es immer wieder. Ich glaube, die muss man einfach an sich abprallen lassen. Gar nicht, also es ist eher witzig, aber Rollkragen ist auch mal... Ja, ist auch ein interessanter Ansatz zu sagen, dass der Rollkragen schuld ist, wenn man der Frau nicht folgen kann bei ihrem Vortrag. Ja, Rollkragen. Also immerhin kein kurzer Rock, sondern ein Rollkragenpullover. Mhm. Das mit dem kurzen Rock hat er auch ab und zu gesagt. Also, das war ein Thema, was oft vorkam. Okay. Ja, diese älteren Herren. Ja, ich kann noch sagen, was mir dieses Jahr echt gefehlt hat. Und zwar waren das definitiv zwei Veranstaltungen, die ich in den letzten Jahren gerne besucht habe und wo tatsächlich auch Frauen, Männer immer gleich, also ich bin ja im Webbereich, also Webentwicklung tätig. Und das eine ist die VIA Developers Conference, die auch wieder in Wien stattgefunden hätte und in Berlin. Ja, die fielen natürlich aus im Juni, war es glaube ich, Mai oder Juni, weiß ich jetzt nicht mehr. Da war ja gerade Lockdown. Das hat mir sehr gefehlt, weil da habe ich tatsächlich sehr viele spannende Frauen aus dem Technikumfeld schon erlebt, die auch definitiv mit Rollkragenpulli rumlaufen. Oh, oh. Genau. Ja, also die auch von den Vorträgen her immer super spannend waren und das habe ich dieses Jahr sehr vermisst. Also das gab zwar dann Online-Konferenzen, die aber halt einfach aufgrund dieser wirklich dauerhaften Online-Präsenz irgendwann dann doch ein bisschen ja, überdrüssig waren, wo man dann einfach nicht mehr vor dem Bildschirm sitzen möchte. Ne? Wie sieht denn 2021 aus? Aus eurer Sicht? Bisher weiß ich noch nicht, ob die Konferenzen wieder so stattfinden werden können. Also wir hoffen natürlich sehr, dass die Her Career im Oktober nächstes Jahr oder November, weiß ich nicht, im Herbst nächstes Jahr auf jeden Fall, dass wir da endlich uns auch
vor Ort in München präsentieren dürfen. Das hoffen wir natürlich sehr, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich noch gar nicht so weit vorausblicken. Also es kann noch alles passieren. Es ist noch nichts wirklich in trockenen Tüchern. Aber ich glaube, dass spätestens ab April, Mai das Leben wieder so langsam hochgefahren wird. Also die Restaurants und so müssen ja dann irgendwann mal aufmachen, sonst gehen ja wirklich alle pleite. Dann hat man nur noch McDonald's und Starbucks sonst. Auch die können pleite gehen, weil wenn die Filialen keine Umsätze machen, geht auch das Franchise nicht. Stimmt, wenn es Franchises sind, ja. Ja, und ich vermisse echt die... McDonald's wird nicht pleite gehen. McDonald's ist ja eher Immobilien. Die haben ja eigentlich nur die Immobilien. Was pleite gehen wird, sind die Franchise-Nehmer ja. Und damit halt die Einzelpersonen. Aber McDonald's an sich wird da nicht... Ja. Wird da kein Problem mit haben. Die haben ja immer noch die Grundstücke. Das stimmt. Ja, genau, also die Meetups. Ich hatte ja einen in Mannheim organisiert letztes Jahr. Das hat schon Spaß gemacht, vor allem, weil da auch ein paar Leute sozusagen unangekündigt gekommen waren, also die einfach das beim Meetup gesehen haben. Und das war super bereichernd. Also ich hoffe, dass wir das vielleicht irgendwie wieder aufleben lassen können. Das ist mein fester Entschluss, dass das wieder, ich glaube, also meine Hypothese ist, dass auch nach dem Lockdown und wenn es wieder möglich ist, auch beispielsweise durch die Impfungen, wenn es wieder möglich sein wird, unter Menschen zu gehen, dass dann die Leute alle diesen Hunger nachholen wollen. Mhm. Das Bedürfnis, unter Menschen zu kommen, auch sehr stark sein wird. Also mir geht es ja jetzt schon so. Und ich glaube, dass das richtig cool werden kann. Natürlich wird es nicht von einem Tag auf den anderen passieren, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es noch mehr Frauen sein werden, die danach zu unseren Veranstaltungen kommen wollen. Und in Karlsruhe war das ja relativ eingesessen schon. Also wir haben das ja schon sehr oft gemacht gehabt dann im 2018 und Anfang 2019 und Anfang 2020. Und das wollen wir jetzt auch sofort, also werde ich auf jeden Fall so fortsetzen. Und dann ist natürlich die Frage, wie es in anderen Städten aussehen wird, wer sich da engagieren will. Es muss ja auch nicht Women in Tech sein, es gibt ja auch andere tolle Fraueninitiativen, wie die TechCats in Frankfurt, habe ich schon gehört. Also ich habe da so eine Liste an. Ja, auch in Wien gibt es auch einige sehr, sehr interessante, also Tech-Frauen, Tech-Girls, wie auch immer. Also ich bin echt gespannt. Also ich hoffe auch sehr, dass diese lokalen Veranstaltungen wieder möglich sein werden, unter welchen Auflagen auch immer. Das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, dass wir spätestens im Sommer werden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, mal wenigstens kurzzeitig uns mal wieder vor Ort irgendwo zu treffen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich wieder nach Karlsruhe darf. Damit wir uns auch mal wieder sehen. Also das. Ich bin da wahrscheinlich zu optimistisch, aber ich glaube, dass nächstes Jahr bis zum Ende. Ja, ich bin noch sehr pessimistisch. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall jetzt nach den ganzen Skiurlaubern noch eine dritte Welle geben. Ob die Wirtschaft das alles aushält, wird sich zeigen. Es wird früher oder später auf jeden Fall einige Pleitenwellen kommen. Muss einfach. Ist so. Der Markt bereinigt sich nun mal. Ja, wir werden sehen. Was kann man auch Dinge bauen? Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir zumindest digital so weitermachen, wie wir es ja auch in diesem Jahr schon gestartet haben. Also auf jeden Fall mit unseren Speak-Ups werden wir auf jeden Fall weitermachen. Da haben wir auch schon für die ersten Monate im neuen Jahr haben wir auch schon alles belegt. Im Januar die Jenna, wo wir uns auch schon drauf freuen, eine Quereinsteigerin im Tech-Bereich. Data Scientists, genau. Das ist auch so ein Beruf, der jetzt total gehypt ist, ne? Also alle wollen Data Scientist werden mittlerweile. Ist das so? Ja, ich kenne auch eine, die studiert jetzt das im Master. Okay. Aber was macht man da eigentlich so genau? Man analysiert und arbeitet mit Daten. Und kann sehr vieles sein. Richtig. In welcher Position du bist du eigentlich eher dafür zuständig, Daten zu pumpen?
Gibt es die noch oder teilweise gibt es die noch gar nicht so richtig, die irgendwo herzuziehen. Also es sind eher Jobs in größeren Unternehmen, Konzernen, die ja. man damit belegt. Von daher, ich persönlich wäre dafür, wär das wäre nichts für mich, weil ich echt aber es gibt viele Frauen oder auch vor allem, ich kenne auch viele Frauen mittlerweile, die das machen, die auch Quereinsteigerinnen sind. Es gibt auch die Pie Ladies in Karlsruhe, die Ellen beispielsweise und die Katharina. Und die machen Python-Kurse. Die geben Python-Kurse und sind selber Data Scientists. Genau, also man muss auf jeden Fall was im Kopf haben dafür, aber man muss nicht unbedingt Informatik studiert haben oder so. Ich kenne auch, ich habe selber Volkswirtschaft im Bachelor gemacht. Also ich kenne auch einige VWLer, die jetzt Data Scientists sind. Also die halt, Hauptsache du hast irgendwie was mit Daten zu tun. Auch Psychologie zum Beispiel ist ein Feld, wo du eigentlich super viel Statistik machst und dafür, das ist halt, das kannst du dann noch nutzen dafür, genau. Also nur so für alle, die quereinsteigen wollen und darüber nachdenken, irgendwie in die IT zu gehen. Man muss nicht Informatik studiert haben, um in dem Bereich erfolgreich zu sein. Genau. Man muss nur einfach Interesse und Neugier mitbringen, um einfach das einem Spaß macht. Also es muss einfach Spaß machen. Ja. Ich habe es auch gemerkt, also ich bin auch ein mehr oder weniger Quereinsteiger. Ich habe mir Dinge selber beigebracht, weil es mich einfach interessiert hat. Und das ist eigentlich die beste Voraussetzung, weil man ist noch nicht so abhängig von irgendwelchen Lehrern, die einem irgendwas eintrichtern, sondern man arbeitet einfach an den Projekten oder an den Dingen, die einem selber einfach den größten Nutzen bringen oder einfach das Interesse befriedigen sozusagen. Wie war eigentlich für dich, Ekaterina, der Berufseinstieg jetzt während Corona? Also es war alles digital. Eigentlich hätte ich, glaube ich, 4 Wochen nach Norderstedt fahren sollen und da hätten wir Schulungen in Person gehabt. Also alle Leute, die sozusagen neu eingestellt wurden, wären dahin gekommen und dann würde man auch abends was zusammen machen und so war das wirklich ganz kontaktlos. Also es kamen viele Pakete nach Hause und man hat halt echt alles per Videochat gemacht. Ich konnte zum Glück viel mitfahren am Anfang, also in die Krankenhäuser und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich kenne immer noch nicht alle Kollegen aus dem Team, also nicht alle persönlich gesehen, aber halt schon viel online gesprochen. Aber auf jeden Fall sehr digital. Aber hat funktioniert und ist noch am Leben. Ja, also gerade mit Paketen, am Anfang ist genau das Wichtigste verloren gegangen, hat nochmal eine Woche gedauert, bis das gekommen ist. Okay. Ja, aber prinzipiell ging das schon ziemlich gut, ja. Ist bestimmt auch eine gute Möglichkeit dann für die Zukunft vielleicht, für Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht raus können. Vielleicht, wenn jemand sich, was weiß ich, das Bein gebrochen hat und dann nicht irgendwie fahren kann, ja. Das andere ist natürlich auch die Flexibilität, die man durch die digitalen Möglichkeiten hat, also dass man eben jetzt nicht immer im Büro sein muss oder nicht immer irgendwo vor Ort irgendwo hinfahren muss. Es gibt ja auch viele Meetings, die es eigentlich nicht braucht. Ich glaube, das hat man in diesem Jahr auch gemerkt, dass eben viele Meetings eigentlich total überflüssig sind und dann auch vieles einfach viel, viel schneller und effektiver über eine schnelle Zoom-Konferenz abfackeln kann. Und ja, für die Eltern war es natürlich schwierig, weil die Kinder auch zu Hause waren. Aber ich glaube, wenn die Möglichkeit bestünde, dass eben gerade für Eltern die Möglichkeit eben auch besteht, im Homeoffice weiterhin zu arbeiten, ist das, glaube ich, schon eine Erleichterung für viele. Ich denke, für viele Themen wird das durchaus sinnvoll sein. Ich halte es trotzdem für manche, also wenn es um Vertrauen zum Beispiel, so jemandem zu vertrauen, dann ist es schon hilfreich, den mal gesehen zu haben. So, also man muss nicht alles unter 4 Augen oder also im echten Leben miteinander klären, aber vielleicht bin ich da ja auch konservativ eingestellt, aber wenn ich jemanden persönlich einmal gesehen habe, dann habe ich eine andere Einschätzung, also
einen stärkeren Zugang zu der Person, als wenn ich den digital gesehen habe. Aber vielleicht wird sich da auch noch einiges ändern in Zukunft. Ich glaube nicht. Also ich bin auch so jemand, also wenn ich einen neuen Kunden habe, einmal persönlich treffen ist auf jeden Fall absolut notwendig, weil es gibt diese sogenannte Chemie, also dieser direkte Austausch, den man online so nicht hinbekommt. Also man kann zwar vieles online abfackeln, aber man kann nicht nur online sein. Also das ist auch an den Kooperationen, die wir jetzt eingegangen sind, beziehungsweise auch wir zu dritt, wir haben uns vorher alle nochmal, also wir haben uns gar nicht, Regina, wir haben uns gar nicht vorher gesehen, oder? Vor der Vereinsgründung. Vor der Vereinsgründung haben wir uns nicht gesehen, das stimmt. Ja. Aber ich lese auch erst gerade, zur Vereinsgründung haben wir uns persönlich dann wirklich getroffen. Genau. Das fand ich aber auch sehr wichtig und schön. Ja, aber so ganz wegfallen wird das, glaube ich, deswegen. Wir sind immer noch Menschen, wir brauchen einfach auch andere Menschen. Also mir macht es nichts aus, im Homeoffice die ganze Zeit zu sein. Für mich ist das normal, aber für andere Menschen, die halt einfach auch diesen Austausch im Büro brauchen und vielleicht mal das Kaffeeplausch in der Kaffeeküche oder so, das ist halt einfach eine andere Art, miteinander umzugehen und dieses Zwischenmenschliche geht halt schon verloren. Ja, oder wenn es um Vertragsschlüsse geht oder sowas, also du würdest doch keinen Vertrag mit jemandem schließen, den du vorher nicht mal gesehen hast. Ne? Das ist der Handschlag einfach. Kommt auch den Vertrag an, also wenn es jetzt also ab einer bestimmten Dimension, sei es Zeit oder Geld, will ich mich vorher mit der Person mal ausgetauscht haben. Von daher glaube ich nicht, dass... Also es wird nicht ganz wegfallen, auf gar keinen Fall. Viele Dinge, die man mal schnell erledigen kann, die haben sich jetzt schon gezeigt. Es geht auf jeden Fall auch ohne. Und das hat wahrscheinlich viele Bereiche jetzt auch offengelegt, wo es noch nicht funktioniert. Ja. Regina hat ja Chemie erwähnt und ich lese gerade ein Buch, da geht es genau darum, dass wenn man einen Vertrag abschließt und dem anderen wirklich am Ende die Hand gibt, dass man wirklich so einen Schuss Serotonin kriegt, so, ja, ich habe jetzt diesen Vertrag abgeschlossen und dass es seltsam wäre, wenn man sich nicht die Hand geben würde. Und lustig, dass ihr genau diese Situation angesprochen habt. Vielleicht kann ich da mal den Ausschnitt raussuchen und das mal bei uns in die Facebook-Gruppe schicken. Mhm. Ich glaube, das heißt Why Leaders Eat Last von Simon Sinek. Der ist cool. Mhm. Ja. Na gut. Haben wir jetzt das ganze Jahr durch mit tollen Women in Tech? Ja, absolut. Genau. Und wir werden auf jeden Fall im Blog auch die Liste noch mal reinstellen, dass man noch mal die Artikel vielleicht durchlesen kann, damit man auch über diese spannenden Frauen Bescheid weiß. Januar hoffen wir natürlich auf dein Podcast-Interview. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Ja, ich hoffentlich im Januar rauskommen, oder? Also ich habe den Eindruck, dass im Moment alle so ein bisschen in ihre Mummeltier-Bauten zurückgekrabbelt sind und da Winterschlaf halten. Also es kommt nicht allzu viel zurück, wenn ich irgendwo anklopfe. Naja, zwischen den Jahren sind die meisten Leute dann doch irgendwie Privaturlaub. Auch wenn es kein Skiurlaub ist, wie manche anderen, ist es vielleicht wenigstens eine Zeit, wo man mal abschaltet und mal alles sein lässt und sich darüber freut, dass man jetzt ein paar Tage Ruhe hat. Du meintest den Podcast vom HPI. Ja, genau. Der Podcast kommt ja irgendwann im Januar, glaube ich, ne? Ja. Genau, der kommt am 6. Januar. Den werden wir sicherlich auch posten. Genau. Und am 20. Januar ist unser Speaker. Mit der Jenna von Hauten. Mit der Jenna. Genau. Also schon einiges los. Und wir starten auf jeden Fall mit Vollgas ins neue Jahr. Ihr verbringt wahrscheinlich Silvester dafür trotzdem jetzt noch relativ ruhig. Ja, so wie immer. Ohne Party und ohne Böller. Ja, ich glaube, Böller, also zumindest in Mannheim, sind ganz verboten. Ja, wir sind ja beide aus Baden-Württemberg. Also ja, da ist es ein bisschen anders. Habt ihr auch Verbot? Also bei uns ist es so ein bisschen so eine zwiespältige Geschichte. Ich glaube, es ist nicht überall verboten. Es gibt, glaube ich, so ein paar Orte, wo einfach nichts erlaubt ist. Abgesehen von Ausgangssperren, die wir natürlich auch haben.
Gibt es die Feuerwerkskörper in den Geschäften nur mit Anmeldung? Also du musst das vorher bestellen, damit du es abholen kannst. Also es wird trotzdem was verkauft. Also der eine oder andere wird vielleicht trotzdem was in die Luft jagen. Aber ja. Ansonsten heißt es einfach nur vorsichtig sein, einfach damit man keine Verletzten hat, die jetzt dann Krankenbetten belegen, die eigentlich für andere Patienten gedacht sind. Und man muss ja auch das Gesundheitssystem nicht überstrapazieren, indem man sich jetzt mit einem Böller die Finger abhackt oder so. Aber wir haben schon die letzten Jahre kein Feuerwerk gemacht. Also für uns ist das normal. Ja. Genau. Ich finde es eigentlich auch ganz entspannt. Also ich bin da, ich freue mich drauf, dass es mal ruhiger sein wird. So. Einfach ein Glas Sekt öffnen. Das, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir schließen dieses Jahr am 30. Dezember schon. Ja. Und auch wenn es wahrscheinlich nicht das im Rückblick das schönste und tollste und beste Jahr unseres Lebens gewesen sein wird, sondern eher eins mit vielen Herausforderungen, glaube ich schon, dass wir da alle was draus mitnehmen werden. Und wir haben auch dieses Jahr das Fundament für einiges gelegt, was in den kommenden Jahren noch passieren wird. Und deswegen bin ich da irgendwie trotzdem sehr positiv gestimmt und freue mich auch schon auf die nächsten Monate mit euch. Bin auch schon ganz gespannt, was noch alles kommen wird. Und ja, wünsche euch erstmal einen guten Rutsch. Danke, das wünsche ich dir auch. Und dir natürlich Danke. Auch, Katharina. Kommt gut ins neue Jahr. Ja, macht's gut. Bis bald. Bis im neuen Jahr. Tschüss. Ciao.